Ich bin auf der Suche nach einem gewissen Morangi. Können Sie mir da helfen? Klar. Der alte Ken haust da drüben auf seiner Insel. Oh, super. Vielen Dank. Wie komme ich denn darüber? Gibt es eine Fähre oder eine Brücke? Nee. Brücke sowieso nicht. Und bei dem Wetter fährt auch kein Schiff. Ist das Ihr Boot da drüben? Ja. Kann ich das mal kurz ausleihen? Ah, ich brauch's momentan nicht wirklich. Aber dann könnten Sie mir auch einen Gefallen tun. Klar, was denn? Ich hatte heute Morgen meinen Kumpel Steffen besucht. Und jetzt ist mein Whisky schon wieder alle. Und jetzt soll ich Ihnen welchen besorgen. Warum gehen Sie nicht einfach in die Kneipe um die Ecke? Warum schwimmen Sie nicht einfach auf die Insel? Guter Konter. Also ein Tausch. Whisky gegen Boot. Boah, klingt fair. Tür im Felsen. Was befindet sich eigentlich dahinter? Der Keller von Old Steamy's Pub. Kommt man da irgendwie rein? Was meinen Sie, wie oft ich das schon versucht habe? Da drin lagern Whisky-Vorräte für mindestens ein Jahr. Aber O'Brien, der alte Geizhals, rückt ja nichts raus. Meint immer, ein Barkeeper dürfe seine Waren nicht verschenken. Früher haben wir gehandelt. Fisch gegen Whisky. Aber irgendwann ist mir aus Versehen ein roter Hering mit in die Lieferung geraten. Seitdem ist er sauer und faselt was von Gammelfisch. Dabei war der Schaden doch minimal. Mhm. Ein paar Fischvergiftungen mehr oder weniger in der örtlichen Notaufnahme. Dann wünsche ich weiterhin Petri Heil. Petri, Dank! Eine hübsche Sammlung. Das ist wohl die Ausbeute des heutigen Tages. So viele Fische können Sie doch alleine gar nicht essen, oder? Machen Sie sich Sorgen um meine Gesundheit oder wollen Sie nur einen Fisch abstauben? Ja, also, wenn ich ehrlich sein soll. Nehmen Sie ruhig einen. Ich werde schon noch ein paar fangen. Oh, vielen Dank. Den wird hier keiner vermissen. Wer wollte nicht schon immer einen frisch gefangenen Fisch in der Hosentasche mit sich rumtragen? Hier hat sich noch nichts getan. Dann gehen wir mal wieder rein. Hallo, ich weiß, Sie haben viel zu tun. Kann ich trotzdem noch mal stören? Wenn's sein muss? Ja. Ich bräuchte eine Flasche Whisky. Was kostet die? Für Sie? 1000. Ich frage mal besser nicht nach der Währung. Die Antwort würde mir wohl nicht gefallen. Nein. Wollen Sie keine Geschäfte machen? Doch, 1000 ist ein gutes Geschäft. Ein bisschen arg teuer, oder? Ein Sonderpreis. Extra für meine Freunde. Aus unerfindlichem Grund steigt mein Aggressionspotenzial geradezu in unermessliche Höhen. Wenn ich mich nicht sehr zusammenreiße, wird das hier gleich zum Ego-Shooter. Yay! Wie kommt man denn in den Keller? Schlüssel nehmen, Tür aufschließen, reingehen. Das können selbst Leute wie Sie, wenn Sie den passenden Schlüssel haben. Sie sind ganz schön lustig, oder? Yep. Mhm. Vielen Dank für das überaus freundliche Gespräch. Gern geschehen. Also der Barkeeper ist ungefähr so lustig wie Max. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Da helfen nur Taten. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Der beste Freund des Barkeepers. Ich will dem Barkeeper nicht den Freund ausspannen. Wenn ich die Becher vertausche, wird er seinen Whisky vermissen. Das dann vermutlich einsetzende Gejammer würde ich ihm und vor allem mir gerne ersparen. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik würde ich hier wohl nicht weiterkommen.
Na, was macht Luigi? Er sitzt immer noch in meiner Hosentasche und piekt mir ins Bein. Da fällt mir ein, ich hätte da noch eine tolle Geschichte. Ja, das glaube ich gern. Muss aber leider ganz schnell weg. Später vielleicht. Die Flagge ist klitschnass. Irgendwie dachte ich, man könnte die über dem Kamin wieder trocknen. Sie haben nicht zufällig noch ein paar Nettigkeiten auf Lager, die mir den Tag versüßen könnten? Nein, nicht wirklich. Der Kollege hier rohen Fisch. Auch wenn er ein noch so großer Fan von Fisch sein mag und schon ziemlich einen im Kahn hat, roh wird er den wohl kaum verspeisen wollen. Ich habe hier einen leckeren Fisch. Und ich dachte schon, sie hätten sich 3 Tage nicht gewaschen. Gleich haue ich ihm den Fisch links und rechts um die Ohren. Es gibt 2 Dinge auf der Welt, die nach Fisch riechen. 1 davon ist Fisch. Damit kann man sie auch nicht beeindrucken. Da ist salziges Meerwasser drin. Vertausche, wird er seinen Whisky vermissen. Das dann vermutlich einsetzende Gejammer würde ich ihm und vor allem mir gerne ersparen. Sowas ist schon unter Freunden nicht lustig. Außerdem weiß ich nicht, wie er reagieren wird, und ich brauche die meisten meiner Zähne noch. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur 5 Minuten. Nein! Mit Rhetorik werde ich hier wohl nicht weiterkommen. Also wir müssen den Wirt irgendwie ablenken, um an diesen Schlüssel zu kommen. Und ich meine, es hängt irgendwie mit den Bechern zusammen. Kann ich mir den Schlüssel mal kurz ausleihen? Nein. Ach, kommen Sie, nur... Nein! Leider auch nicht, wenn der Wirt gerade trinkt. Schön warm. Ich könnte mich da vorstellen und meine nassen Sachen trocknen. Andererseits, ich muss bestimmt sowieso gleich wieder raus. Da kann ich mir das auch sparen. Okay, also vielleicht müssen wir erst den anderen Typen da aufwecken, damit der Wirt sich die tollen Seemannsgeschichten anhören muss und können uns dann den Schlüssel klauen. Ich glaube aber, dazu fehlt mir hier irgendwie noch etwas. Drüber steht Tageskarte, drauf steht nichts.
Das Motorrad, das ich mir am Flughafen gemietet habe.